Mein Name ist Daniel Stock, ich bin Studierender im sechsten Semester des Informations-, Medien- und Kommunikationsstudiengangs, berufsbegleitend. In meiner ersten Bachelorarbeit habe ich mich mit Independent Games, also Indie-Spielen, beschäftigt. Warum ich mich damit beschäftigt habe, darauf komme ich im Laufe der Präsentation noch hin. Auf alle Fälle natürlich einmal das persönliche Interesse. Was sind Indie-Spiele überhaupt im Generellen? Indie-Spiele sind prinzipiell finanziell unabhängig produzierte und vertriebene Spiele. Unabhängig, in diesem Fall, ist eigentlich unabhängig von einem Einfluss Dritter. Sei es eine große Publisher-Firma, sonstiges, die eigentlich den Entwicklern, wie man schwer sagen könnte oder auf gut Deutsch, hineinpfuscht und sagt, nein, ich will das nicht, wir haben festgestellt, das und das wäre besser. Das heißt, diese meist kleinen Teams können sich voll und ganz entfalten. Ja, Indie-Spiele, warum? Eigentlich ein persönliches Interesse am Computerspielen im Generellen, an Games. Und wenn man sich die letzten Jahre betrachtet, da waren Phänomene wie Minecraft, es gab Titel wie Super Meat Boy etc. Das waren einfach ganz klein aufgezogene Spiele, die aber einen riesen Erfolg eingefahren haben. Das heißt, ohne irgendwelche großen Entwicklerfirmen im Hintergrund waren es Teams von wenigen Leuten oder in manchen Fällen auch von nur einer Person, die eigentlich unglaublich erfolgreich waren und die dann eigentlich in dem Kreis der Spieler fast jeder besessen hatte. Im Vergleich dazu vielleicht noch eine kleine Filmempfehlung, die ich hier abgeben kann. Und zwar gibt es einen super Film, der also über Crowdsourcing, über Kickstarter.org finanziert wurde. Und der Film lautet Indie Games The Movie. Das ist ein Film, der begleitet eben einige Entwickler von bekannten Spielen, zum Beispiel eben auch von Super Meat Boy, für einen Weg vom Machen des Spiels bis zu dessen Veröffentlichung, welche Probleme sie hatten, dass sie kein Geld mehr hatten, dass sie bald auf der Straße gelebt haben, dass am Tag der Veröffentlichung das Spiel auf einmal nicht in den Stores war und so weiter. Also wirklich sehr interessant. Jo. Gut. Die zugrunde liegenden Fragen meiner Arbeit waren insbesondere immer die forschungsleitende Frage, die sich darauf bezog, welche Informationskanäle eignen sich für die Vermarktung von Indie-Spielen bei jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 30. 18 und 30 deswegen, weil so mit 18 kann man sagen, okay, das Leben beginnt, man ist aus der Schule draußen, viele verdienen sich zum Studium schon ein Geld dazu. Das heißt, ich wollte die finanzielle Abhängigkeit der Eltern so gut wie es geht ausschließen, weil sonst wäre wahrscheinlich ein großer Grund, Indie-Spiele sind viel billiger, als es noch AAA-Titel sind. Und 30 habe ich deswegen eingegrenzt, weil man sagt, okay, jetzt so in der Generation bis 30, das ist nicht so richtig, es kommen mehr Spieler, es wird mehr Computerspielen konsumiert, es ist schon richtig große Industrie dahinter und Leute können sich wirklich damit identifizieren und auch viele Leute kann ich herausnehmen, die sich damit auskennen, die mir die Fragen beantworten können, die ich ihnen schreibe. Zwei wichtige Punkte waren auch noch dabei, und zwar einerseits habe ich mich noch befasst mit dem Jugendschutz, das heißt mit der BUB, mit PEGI und mit USK, mit der österreichischen Lösung und ob diese sozusagen noch up to date ist, ob man diese bereits ändern sollte, umarbeiten, dazu später mehr. Und das Letzte, weil man immer wieder hört, einen sogenannten Retro-Trend, das heißt Pixelgrafik, Spiele, die man überall genießen kann. Gibt es so einen Retro-Trend? Wenn ja, hat der einen Sinn oder ist es einfach nur eine Zeiterscheinung? Gut, Methoden, und zwar habe ich bei den Methoden zwei verschiedene gewählt. Ich habe einerseits ein Experteninterview geführt mit 5 Experten aus dem Gebiet und andererseits einen Online-Fragebogen erstellt, wo mir über 100 Personen Antworten zu gewissen Fragen gegeben haben. Diesen Fragebogen und die Experteninterviews habe ich im Anschluss verglichen und geschaut, okay, was sagen eigentlich die Experten und unterscheidet sich das von dem, was eigentlich die Nutzer von Indie-Spielen sagen. Beginnen möchte ich mit meinen Experten. Als ersten Experten habe ich Fares Kayali. Er ist Wissenschaftler aus der Technischen Universität in Wien und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Bereich Serious Games und Game Design. Serious Games, um das kurz zu definieren, Serious Games, wie der Name schon sagt, beschäftigen sich eigentlich mit ernsten Sachen. Das heißt, aus Serious Games soll auch vor allem ein Lernerfolg vorhanden sein. Serious Games kommt es mir nicht auf den Spielspaß im hauptsächlichen Sinne an, sondern es kommt mir darauf an, dass sozusagen den Inhalt des Spiels, was soll er mir vermitteln? Er hat selbst auch, bevor er auf die TU ging, selbst 3 Jahre im Indie-Bereich gearbeitet und Spiele entwickelt.
ein kurzes Zitat, was eigentlich seine Aussagen ziemlich unterstreicht, war, dass die großen Plattforminhaber sehr neugierig darauf sind, Hürden für Independent-Spiele abzubauen. Das kann man daher sagen, weil er es daher begründet hat, dass es früher sehr schwer war, zum Beispiel in den Konsolenmarkt einzutreten. PlayStation, Microsoft oder auch Nintendo und so weiter haben es eigentlich kleinen Firmen relativ schwer gemacht, auf ihren Markt zu treten. Heutzutage findet man aber auch, wenn man jetzt in den PlayStation Store oder sonst irgendwo hinschaut, schon eigene Unterkapitel mit dem Thema Indie-Games. Das heißt, auch dort wird es immer mehr und mehr und besser. Im Vergleich dazu, Steam oder sonstige Online-Plattformen und Android, iOS etc., auf diesen ist es sehr leicht. Das komme ich aber bei anderen Experten noch dazu. Der zweite war Eric Chanon. Er ist seit 9 Jahren Game Designer, hat mittlerweile seine eigene Firma, die sich Vasa Games nennt. War unter Anführungszeichen, abgesehen von Indie-Games, die er entwickelt, auch bei einigen größeren Projekten dabei. Das bekannteste Spiel, wo er Lead Game Designer war, war das Schwarze Auge Demonicon. Er vor allem mit seinen Aussagen unterstrich, dass es im Bereich der Indie-Games sehr wichtig ist, eine Community zu haben. Das heißt, er sagt, Community Management ist wichtiger als traditionelle Werbung. Er meint, es rendiert sich nicht viel Geld in traditionelle Werbekanäle wie Zeitungen, Fernsehen, TV etc. zu stecken, sondern einfach mit der Community, die man bereits schon vor der Fertigstellung des Spiels haben sollte, zu arbeiten, bringt einem viel mehr für viel weniger Geld. Als dritten Experten haben wir Thomas Chapp. Er war 14 Jahre lang Chefredakteur der Gamers.at, was eigentlich das größte österreichische Spielemagazin war. Und seit Auflösung dieser, beziehungsweise Konkurs des Herausgebers, arbeitet er seit 2013 als freischaffender Redakteur, auch zum Beispiel für den Standard etc. Er sagt in seinen Spielen, bezüglich des Retro-Trends vor allem, dass ein durchschnittlich arbeitender Mensch die Komplexität der großen modernen Spiele nicht mehr schafft. Denn wenn man sich anschaut, wie er es zum Beispiel hier sagt, ein Final Fantasy 87 oder Fallout 17, die fressen Spielstunden so im Bereich von 100, 200, 300 Stunden und ein normal arbeitender Mensch hat die Zeit nicht mehr. Das ging vielleicht im Studium oder in der Schule, aber später hat man die Zeit nicht, um diese Spiele so zu konsumieren, wie sie es verdient hätten. Dazu meint er, der Retro-Trend ist eigentlich kein Trend, sondern einfach nur logisch, dass es einfachere Spiele gibt, die auch zum Beispiel, sagen wir, auf Mobile-Plattformen, die ich in der Zugfahrt konsumieren kann, wo ich nicht wissen muss, ob ich, wo ich vor 3 Wochen gesteckt bin, um mich um die Geschichte zu kümmern und einfach die Komplexität der gesamten Sache. Josef Ortner war der nächste Experte. Er hat ebenfalls eine Firma, die sich All Civilized Planets nennt. Entwickelt nebenbei durch diese Firma Indie-Spiele, auch als Freelancer für größere Unternehmen. Titel hat er keine genannt, aber er sagte doch recht groß. Und er ist eigentlich der gleichen Meinung wie Eric Chanon, dass das Marketing für Indie-Spiele schon während der Produktion beginnt. Das heißt nicht Spiel fertig und jetzt vermarkten wir es und schauen, wie es geht, sondern Community-Building, sagt er ebenfalls, sowieso soziale Medien, vor allem Twitter, wo Entwickler aktiv sind, um sich mit anderen Entwicklern zu vernetzen und auch ihre Communities zu nutzen. Das heißt, wenn dann ein Entwickler eines bekannteren Indie-Games zum Beispiel retweetet über dein Game und sagt, das könnte was werden, schaut euch das an. Und in diesem Fall ebenfalls nicht die normale Werbung, sondern Community-Management von Anfang an. Und als letzte Experten habe ich Solt Marx und Gottfried Eibner, die sich selbst Neuso Games nennen. Sie sind Indie-Entwickler und waren gerade in der Entwicklung eines Spiels, das sich nennt Dungenius. Ich durfte auch beim Beta-Test teilnehmen. Sie entwickeln eigentlich ausschließlich für mobile Endgeräte, Android, iOS. Obwohl sie sagen, und das haben eigentlich alle Experten bestätigt, dass der Markt im Bereich Android und iOS heillos überlaufen ist. Das heißt, mit viel Glück schafft es vielleicht eins von 100, eins von 1000 Spielen überhaupt Anerkennung zu finden. Da es eigentlich sehr einfach ist, bereits auf diesen Plattformen Spiele in den Store zu stellen und diese der Öffentlichkeit preiszugeben. Sie aber jedoch sagen, ihnen gefällt es und sie finden es eigentlich mehr als eine Spiele-Kleinkunst, auf diesem Bereich zu entwickeln und für diese Plattformen. Gut, im Vergleich dazu einen Fragebogen erstellt mit 11 Fragen, wovon 3 also demografischen Angaben entsprochen haben und dann die restlichen 8 inhaltlichen Kriterien entsprochen haben. Es wurden 108 Bögen, die dann
allem, was ich wollte, das heißt Zielgruppe etc., Antwort, Verwertbarkeit und so weiter, ausgewertet. Und bei dieser Auswertung erstellte sich dann bei den offenen Fragen ein bisschen die Frage nach der Ernsthaftigkeit bei einigen Teilnehmern, da sie bei gewissen Bereichen, also bei der Definition von Indie-Games zum Beispiel, kamen schon heillose Sachen, wie zum Beispiel einer, glaube ich, hat geschrieben, den kompletten Plot von Independence Day, dem Film, weil eigentlich wahrscheinlich nur Independence gegoogelt hat oder sonstiges. Aber im Prinzip ließ sich das dann gut ausschließen und es waren durchaus sehr viele verwertbare Antworten und sehr spannende Sachen auch, mit manchen ich selbst nicht gerechnet habe. Zu den Ergebnissen des Vergleichs der beiden Plattformen war es dann, dass sich der PC gut bzw. am besten für Indie-Spiele eignet und hier hat sich im speziellen Steam herauskristallisiert, die ein eigenes Indie-Programm namens Steam Greenlight am Laufen haben. Da sich auch die Entwickler einig sind, auf Steam bzw. auf dem PC ist es noch immer relativ einfach, ein Indie-Spiel in den Markt zu bekommen, leichter als auf den Konsolen. Und es ist nicht so heillos überlaufen wie auf den mobilen Plattformen wie Android und iOS. Als nächsten Punkt, der sich herausgestellt hat, war, dass Informationen über Indie-Spiele von den Probanden hauptsächlich über ihre Freunde bezogen wurden. Das heißt, ich glaube, 70% gaben an, dass sie, wenn sie sich über Indie-Spiele informieren, zuerst bei ihren Freunden fragen. Das heißt, sie haben von einem Spiel gehört, hey, hast du davon gehört und so weiter. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, die Freunde müssen auch irgendwo von Indie-Spielen gehört haben und müssen ja irgendwie kompetent sein für die Ausgabe. Und da war eigentlich das Wichtigste, dass sich hauptsächlich drei Plattformen kristallisiert haben. Das war einerseits Online-Spiele-Plattformen à la Steam, Good Old Games, Humble Store etc. Online-Testberichte, der Vorteil bei Online-Testberichten geht einfach, dass man einfach die Mediennutzung viel besser machen kann als in klassischen Spielemagazinen. Das heißt, man kann mit Videos, man kann sie richtig präsentieren, man kann ein Fazit dazu abgeben und der Spieler sieht das. Und im Bereich des Videos, was sich vor allem kristallisiert hat, eben auch Let's Plays. Let's Plays sind Formate, wo einfach Spiele kommentiert werden. Das heißt, einer spielt das Spiel und berichtet dabei über seine Erfahrungen, was er gut findet, was er schlecht findet. Ist mittlerweile ein richtiger Hype ausgebrochen. Es gibt Bekannte à la Gronkh, Sarasa, die weiß ich nicht wie viele Millionen Follower auf YouTube haben. Und auch durch diese werden viele Informationen gesammelt, da die Spieler natürlich einerseits das Spiel sehen auf Herz und Nieren und zweitens auch schon die Fachmeinung eines eher kundigeren Spielers gleichzeitig einheben können. Gut, andererseits gaben die Probanden an, Indie-Spiele werden meist dann gekauft, wenn sie eine gute Spieleidee haben. Das heißt, es kommt nicht wie bei großen AAA-Titeln darauf an, dass die Grafik super ist, dass ich, keine Ahnung, 120 Stunden Spielspaß daran haben soll etc., sondern einfach um die spannende Spielidee. Nimmt man sich zum Beispiel Minecraft, was ein Novum war, dass ich selbst kreativ wirken kann und meine eigenen Welten erstellen kann, dann unterstreicht das das eigentlich noch, dass die Kreativität dieser kleinen Spiele, die von den kleinen Entwicklerteams rauskommt, eigentlich den richtigen Reiz von Independent-Spielen ausmachen. Dann ein großer Unterschied zwischen Expertenmeinungen und den Probanden. Und zwar gaben viele Experten an, dass Crowdsourcing oder Messen sich besonders eignen, um ihre Spiele zu vermarkten. Das deckt sich in ihren Aussagen dadurch, dass sie auch sagen, das Community Management und auch auf diesen Messen oder auch zum Crowdsourcen bekommst du relativ früh die Community dadurch. Von den Spielern selbst, von den Probanden des Fragebogens, wurden diese als einzige eigentlich als unterdurchschnittlich bewertet. Daraus gibt sich eigentlich nur die Folgerung, dass die Entwickler an eine grundsätzlich andere Community zuerst mal ihr Spiel anbringen wollen. Der normale Spieler interessiert sich erst für das Spiel, wenn es bereits im Store erschienen ist und will sich dann über alle möglichen Informationskanäle darüber informieren. Er ist weniger der, der sich in Crowdsourcing-Portale einloggt und Spiele selbst fördert oder explizit auf Indie-Messen oder sonstiges geht, um sich da dediziert über neue Ideen zu informieren. Gut. Zum Retro-Trend war es so, dass die Experten und auch ein Drittel der Befragten einen Retro-Trend als solches nicht sehen. Sie sehen es durchaus als logisch, wie zum Beispiel Thomas Chubb sagte, dass die Komplexität der Spiele einfach heruntergeschraubt wird. Oder Noisy Games zum Beispiel sagten, es hat einen pragmatischen Ansatz,
da Spiele weniger Komplexität in puncto Grafik, Speicherverbrauch etc. einfach kompatibler sind mit mehr Endgeräten, es schneller zu entwickeln geht und trotzdem die Spieleidee recht gut rüberkommt. Gut, und zum puncto Jugendschutz ist es so, dass ein Drittel der Befragten gab an, absolut kein Interesse daran zu haben, ob der Jugendschutz erneuert werden soll oder nicht. Das schließe ich eigentlich daraus, dass an der relativ jungen Zielgruppe von 18- bis 13-Jährigen nach Vermutung, vermutlich selbst noch keine Kinder im spielenden Alter verfügbar sind, beziehungsweise sie selbst erst im Alter entschlüpft sind, da viele 18-Jährige darunter waren, die selbst noch im Jugendschutzbereich waren. Alles in allem ist es aber so, nach Absprache der Experten, dass es durchaus sozusagen Erneuerungen geben muss, da in Österreich es eigentlich dem Landesjugendschutz obliegt und es unterschiedlich geregelt ist, ob jetzt in diesem Bundesland PEGI gilt, ob USK gilt, ob beides gilt oder ob man sich vielleicht nur an die BUP hält, die eigentlich nur den Eltern einen Ratschlag gibt, ab wann das Spiel geeignet sein kann. Alles in allem, was daran noch zu bemerken ist, dass zum Beispiel die USK nur auf datenträgerbezogene Spiele fixiert ist. Das heißt, wenn ich ein Spiel online downloade, auch wenn in meinem Bundesland die USK zuständig wäre oder die Regelung der USK, betrifft mich das nicht, da die USK nur auf Datenträger und nicht auf einen Online-Download und so weiter giltend ist. Gut, das würde meine Ausführungen beenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte um Fragen. Prinzipiell ist der Anteil bei Indie-Games relativ gering, da eben die Spiele meistens online vertrieben werden. Geschweige denn ist es jetzt auch so, dass in Stores wie zum Beispiel dem iOS, den Apple Store, auf Android, auf Google Play und so weiter, die Stores ihre eigenen Jugendschutzrichtlinien machen. Das heißt, sie sichten die Spiele und werten dann, okay, ob 16 und so weiter. Es gibt aber dabei keine Regelung. Und ich persönlich denke aber, wenn der Jugendschutz erneuert werden würde, das heißt reformiert werden würde, auch auf Online-Plattformen übergreifen würde, dass durchaus dann alle Indie-Games davon betroffen werden. Also alle in der Hinsicht, da es zum Beispiel auch bei der BUP der Ansatz ist, nicht nur zu sagen, okay, das Spiel ist aufgrund von Gewalt und Sonstiges für dieses Alter geeignet, sondern auch, okay, von der Komplexität des Spieles weiß man, okay, man kann sagen, dieses Spiel ist zum Beispiel ab einem 6-Jährigen geeignet, weil darunter würde er das Spiel nicht verstehen. Das heißt, dass alle Spiele dabei gesichtet werden sollten.